Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Super Mario Brothers Remix. Ab geht's, Welt 4. Yoshi, mein alter Freund, ich muss wieder abheben, hä? Brauche ich dafür wieder Tanuki-Power? Ja, natürlich, wenn ich abheben will, dann schon. Alternativ? Machen wir einfach Cooper Trooper gespamme, so wie das aussieht. Und? Dürfen wir in eine Röhre und... Hey, cool, da ist ja schon die erste Sternmünze. Wow, die war mal geschenkt. Das ist immer schön, wenn einfach was geschenkt wird, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Geschenkt Gaul, guckt man nicht ins Maul. Nicht wahr? Okay. Aber das heißt, umso... Ach du, wie viele Koopas kommen denn da? Umso lieber... Umso vorsichtiger, weil ich bin ich vielleicht lieber bald beim Rest des Levels. Ja. Yep. Oh, Checkpoint. Ey, geil, ich darf sogar meine Sternmütze safen. You saved. Entschuldigung. Yoshi. So, dankeschön. Bim, bim. Darf ich nicht. Da ist die nächste Sternmünze. Okay. Aber wie rankommen? Durch ein Labyrinth? Voller... Kacke? Ja, vielleicht, wenn man das so sehen möchte. Ah, nee, das war unten. Oh, shit, Bullet Bills. All over the place. Ah! Uiuiui. So, und zurückrennen, weil wir haben hier die Sternmütze gesehen. Keine Power-Ups. Ah doch, Power-Up, Power-Up! Oh! Oh, ist ja heiß. Ich krieg zum einen Tanuki und zum anderen die dritte Sternmütze. Das heißt, wir haben eine übersehen, okay. Also entweder doch wieder mit Yoshi fliegen. Oder aber, weiß auch nicht, vielleicht muss ich mich einfach besser umgucken. Sehen wir dann. Okay, das war jetzt sogar... Also, wow, wann habe ich denn das letzte Mal ein Level irgendwie innerhalb von einer Minute geschafft? Bisher sind die Super Mario World Level tatsächlich gar nicht so schlimm, was mich eigentlich unfassbar überrascht und was vielleicht ein Vorbote dafür ist, dass es am Ende nochmal richtig schwer wird. Weil natürlich, es war bei Super Mario World so, am Anfang ging es ja wirklich noch, aber ich war wirklich im späteren Verlauf des Spiels, war ich heillos überfordert, wenn ich das irgendwie mal ohne Save-Sets oder Rückspulfunktion oder was weiß ich was versucht habe. Das war schon teilweise echt krass. Also mit Super Mario World stehe ich richtig auf Kriegsfuß. Von daher ist schön, dass es hier klappt. Haben wir hier vielleicht eventuell... Ja! Oh, Tatsache! Wow. P-Switch. Okay. Okay. Oh, hier? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich wette, es ist ein langer Weg. Oh, shit. Oh, shit. Ah! Oh, cool. Nee, da ist... Alles gut. Wahnsinn, wir haben alle drei. Schön. Oh, Bullet Bill. Du bist ein Bullet Bill. Ich mag diese schiefen Töne unwahrscheinlich. Oh, fucking hell. Das war zu schnell. Schnell! Luigi! Und jetzt können wir sogar direkt hier lang. Das ist ja der absolute Oberhammer. Wow! Und noch ein extra Leben. Oh, mit 14 Leben bin ich doch jetzt richtig gut versorgt, oder? Oh, sagte er und verliert sie im nächsten Level alle. Wir gehen erst in Welt 5, bevor wir ins nächste Schloss gehen, oder? Oh, guck mal. Oh, dafür geht's hier noch richtig lang weiter. Kein Wunder! Oh, weia. Das wird übel. Kein Wunder, dass es bisher so einfach ist. Hier kommen noch richtig viele Level. Oh, Häschen Power Up. Ich bin Luigi, Buddy, als Häschen bekannt. Ja. Entschuldigt.
Der Luigi zeigt uns wieder einen richtigen Hasen. Ich habe eben schon kurz gedacht. Ah, du machst jetzt den Power-Up. Das könnte jetzt ein komplizierteres Level werden. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Das wird bestimmt irgendwas Kompliziertes. Irgendwas Kompliziertes. Oder ich laufe irgendwie jetzt ins Ziel, ohne auch nur eine einzige Sternmünze irgendwie sowas zu holen, weil sie... Nein! Haben wir aber schon die zweite. Die zweite. Also die erste, die wir sammeln, aber die zweite nach Reihenfolge. Na, warum nicht? Macht ja nichts. Bin es ja mittlerweile gewohnt, Dinge zu übersehen. War jetzt aber auch wirklich schnell. Oh, was ist denn das? Nee, hier passiert wieder irgendein Mist. Hier taucht jetzt wieder irgendwo eine Röhre auf und ich weiß nicht wo. Was ist das? Was? Hilfe! Und da unten ist eine... Sternmünze? Sternmünze? Was? Oh Gott, nein, was tue ich? Blödsinn tue ich. Entschuldigt bitte. Machen wir uns erstmal groß, ganz normal groß. So, und dann gehen wir aber da rein nochmal. Komm, ja, das klappt schon. Richtiger Hase. Luigi zeigt uns einen. Richtigen Hasen. Tralalilalala. Komm, jetzt rennen wir mal da hoch, komm. Geht nicht. Macht aber nichts, ich komme trotzdem da rechts lang. Das eine Mal sind wir runtergesprungen, jetzt gehen wir aber nicht da nach unten. Gucken erstmal, was hier ist. Vielleicht skippen wir damit ja alles. Alternativ holen wir uns eine Sternmünze. Oh. Okay. Wow. Wow. Mamma mia. Das ist auf jeden Fall schon mal die zweite. Läuft prima, Fox, könnte man sagen. Boah. Aber es ist ja nicht Fox. Läuft prima, Peppy. Es sieht schon mindestens eher aus wie Peppy. Switch. Wer weiß, was uns gut ist. Das eine Mal hat's. Oh Gott, was geschieht hier? Ich weiß nicht, ob ich das nicht noch bereuen werde. Ich glaube, die Häschen Power. Echt jetzt. Ich glaube, die Häschen. Echt jetzt. Entschuldigt. Ich glaube, die Häschen Power wäre mir jetzt hier lieber gewesen. Komm mal raus da. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt aber alle Häschen-Power hier genommen, ne, und verschwendet und... Ach, Kack! Das darf nicht wahr sein. Beim ersten Gegner, der mir begegnet? Ein begegnender Gegner? Oh. Oh, scheiße. Ah. Die Pfeile zeigen so verräterisch nach oben. Ah, mein Freund. Okay. Checkpoint. Hotterhead. Nicht Potterhead, sondern ein Hotterhead. Oh, Kacke, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Was habe ich davon, wenn ich Potterheads erwähne? Ah, ja. So. Na dann. Es fehlt ja nicht mehr viel.
Schon sehr bald werden wir bei der dritten Sternenmünze sein. Ihr werdet es erleben. Ich mach mir ein bisschen Sorgen, weil da bei diesem Pixelbatsch vorhin, bei dem Schalter, ist dann unten ja so auch so ein Umriss von der Sternenmünze erschienen. Oh. Das hätte ich nicht mehr erwartet. Ich war doch eigentlich schon durch. Das darf nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ein Glück war hier ein Checkpoint. Ja, guck mal. Das hatten wir aber vorher noch gar nicht. Ist ja krass. Jetzt bin ich ja fast froh, dass das passiert ist. Weil wenn hier keine Sternmünze ist, dann fress ich einen Besen. Oh scheiße, sowas sollte ich nicht sagen. Dann fress ich einen Pinguin, Beefy. Nee, hier gibt's kein Pinguin-Power-Up. Ah, nee, alles gut. Oh, ich muss kein Pinguin-Beefy fressen. Wow! Ha, 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 also im Grunde war es ein Segen für mich, dass ich da jetzt sogar auf den letzten Millimeter noch draufgegangen bin. So kann's manchmal gehen. Ah, shit! Was hab ich denn gerade gemacht? Auf jeden Fall anders. Ah. Ho, hier ist der Power-Up. Wow. Hier ist der Power-Up. Hier ist der Power-Up. Hier ist der Power-Up. Hier ist der Power-Up. Oh, das ist hier ein Power-Up. Ich weiß nicht, was ich mir dabei manchmal denke. Das ist, das passiert einfach manchmal. Das ist einfach so ganz automatisch. So diese Abspackung. Oh Gott. So, hier war die Stelle. Nicht mehr verkacken, Luigi. Mach hier keine Hasenkötel hin. Wuhu! Oh, schön. Und das nächste extra Leben. Komm. Oh. Yeah! Schön. Und die nächsten drei Sternenmünzen sind unser. Wahnsinn. Es geht voran. Und der nächste... Guck mal, wie viele Bossfights hier einfach anstehen. Wir könnten unten zum Schloss. Ich will aber erstmal den Bossfight machen. Komm. Cool. Yeah. Oh, scheiße. Was? Muss ich euch einfach nur... Okay. Ich muss euch nur fressen. Sehe ich das richtig? Okay, das ist ja jetzt nicht so das ganz große Problem, oder? Also behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, behaupte ich halt echt. Gut. Und jetzt noch gamblen, oder? Match it to item cards, ja. So, ich überlasse das bei dem Zufall. Guter Zufall. Ich habe schon wieder so ein Blatt. Ich spack einfach ein bisschen mit den Richtungstasten und irgendwas Gutes kommt dabei raus. So, vielleicht kann ich so auf mein Glück mal herausfordern. Ja, das sieht doch gut aus. Ah, guck mal, wie das aussieht hier. Oh, nicht gut. Oh, oh, oh. Oh. Schade, okay. Hätte ja fast klappen können. Ja gut, immerhin. So, wir könnten einmal hier rein ins Geisterhaus wieder. Oder ich sag, wir gehen erstmal ins Schloss, weil das sieht interessant aus. Gehen wir doch erstmal da rein. Ja, jetzt erinnert es mich richtig an diese verdammten Super Mario World Schlösser. Alles nach Iggy war scheiße. So, okay. Ja, wunderbar, haha. Das war scheiße. Gott, war das scheiße. Also,
Hier kann ich mal rein. Och, gut. Und ich krieg wieder Power-Up. Alles wieder gut gemacht. Hoppa. Und? Oh, shit. Welche Stelle? Oh, die erste. Perfekt. Die erste. Dippe, 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 dippe. Was? Warum ist jetzt hier schon dippe, dippe, dippe? Wie viel fehlen noch zwei? Also möchte ich jetzt noch nicht dippe, 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 Luigi, du bist ein dippe, 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 dippe. Okay. Ah. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wieso gerate ich jetzt schon in Panik? Ich bin mal gespannt, ob hier sowas wie ein Koopaling kommt. Mal. Als Boss. Das hätte doch echt mal was. Oh Gott, ich traue mich da nicht runterzuspringen, aber das sieht so aus, als müsste ich... Das ist jetzt ja echt so eine Sache. Ich lasse das besser mal. Aber wie komme ich dann zur Sternmünze hin? Muss ich doch runterspringen? Oh shit. Komm, es muss einen anderen Weg geben als diesen Sprung ins Ungewisse, oder? Kann ich mich hier irgendwie durchschreddern vielleicht? Nee. Nee, kann ich nicht. Also doch Sprung ins Ungewisse, wirklich? Aber warte mal, hier oben drüber geht's doch noch weiter. Oh, okay. Okay. Ich darf mir nicht so viel Zeit lassen, sonst habe ich gleich keine Zeit für den Boss. Ah, shit! Okay, hier ist eine Sternmünze, aber nicht die, die ich wollte. Schön. Ah, okay, also Sprung ins Ungewisse tötet mich. Schön. Das ist ja wundervoll. Das heißt... Ich habe aber immer noch zwei Sternmünzen. Was, die zählen? Im Ernst? Wie komme ich denn an die letzte ran? Wenn ich da nicht runterspringen darf und hier nicht reinkomme, hätte ich vielleicht vorher schon einen Weg finden müssen, bevor ich in diese Röhre gehe. Was anderes kann es ja nicht sein. Boah. Ah. Egal. Ich würde mal sagen, holen wir uns erstmal... Schnappen wir uns erstmal den Boss. Jetzt haben wir nämlich genug Zeit. Jetzt haben wir erstmal hier Tanuki-Power. Wir können es nicht einfach hier irgendwie... Ich will mich immer durchschreddern durch alles, aber... Ach. Oh. Okay. Na dann schauen wir mal erstmal. Oh, ihr schon wieder. Zack, zack, zack. Oh! Boden! Oh, Boden! Oh! Oh! Oh Gott, nein, 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 auf! Gott, zum Glück sind das so Billos, ey. Die sind richtig Billo. Aber, wie holen wir diese letzte Sternmünze? Das, keine Ahnung. Vielleicht muss ich mich doch vorher nochmal umgucken. Wir gehen nochmal rein. Das hat jetzt wirklich nicht lang gedauert. So, und jetzt... Mal gucken. Irgendwas haben wir hier übersehen. Also vorher haben wir nichts übersehen. Definitiv. Zumindest keine Röhre. Oder irgendwie sowas. Ein alternativen Weg. Also gucke ich mich jetzt hier doch nochmal um. Da haben wir zum Glück noch ein bisschen Zeit. Also da ist eine Wand. Da komme ich nicht einfach links rüber. Hier oben drüber haben wir geguckt. Und weiter runter ist aber auch nichts mehr. Also kann es eigentlich nur hier im vorderen Bereich sein.
Aber wie? Ich muss jetzt hier nicht wirklich Geschwindigkeit aufbauen, oder? Und dann irgendwie hier hochfliegen, wo die Münzen sind. Das wäre natürlich richtig übel. Oh, das hat nicht mal geklappt, ey. Ich glaub's ja nicht. Ah! Oh, da ist tatsächlich was. Da ist tatsächlich was. Oh, P-Switch. Ach du Scheiße, das wird kompliziert hier, hä? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Dippe, 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 dappe, dippe, 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 dappe. Das hätten wir zumindest schon mal. Geil. Nein! So, und jetzt nur noch zu diesen Triceratopsen. Ich habe als Kind immer konsequent Triceratops gesagt. Aber ich glaube, Triceratops sagt man. Nee, das ist der Triceratops. Man muss da böse. Der Trizitops. Okay. Ah! Ich kenne nur den Trizeps. Na, der hier. Ja, mein Trizeps. Ah! Okay. Ich höre schon besser auf damit. Wunschträume sollte ich hier wirklich nicht haben. So. Oh, aber jetzt schnell erledigen, bevor die wieder den ganzen Boden kaputt machen hier. Ah! Ah, scheiße. Boden! Ah! Oh Gott, nein! Gut, das hätten wir. Boah. Langsam, aber sicher. Haben wir alle Sternmünze. Also noch drei Welten fehlen hier. Das kann ich ja jetzt schon anhand der noch verbleibenden Sternmünzen ausmachen. Drei im Geisterhaus, drei in diesem Schloss da. Und dann haben wir noch diesen dämlichen Boss. Oh nein, werden wir das nur schaffen. Das wird gnadenlos. Los, los. Ha! Aha! 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 Was? Yeah! Yeah, das waren ja schon 9! Hua! Voll cool, hä? Und da steht das nächste Level an. Aber was mag es sein? Komme ich jetzt gegen den Koopaling zum Zug? Wer weiß das schon so genau? Hm. Hotheads? Koopas und Troopas? Oh yeah. Oha. Wird das vielleicht das erste richtig schwere Level hier bei Super Mario World? Oh. Ah, shit. Das Spiel hat die Chance, der schwerste Super Mario World Hack zu werden, der jemals gemacht worden ist. Bisher habe ich noch nicht eine Sternmünze hier. Aber viele Schikanen. Aber keine DK-Schikane. Okay. Oh, wirklich. Natürlich, ich hätte auch einfach durchrennen können, ne? Und jetzt muss ich mich ja Stück für Stück durchkämpfen. Stück für Stück. Dippidippap. Dippidippap. Dippidippip. Pipidippip. Ah, krieg ich Power ab? Ich krieg kein Power. Aha! Krieg ich Power ab? So, das wäre nett, so. Das wäre richtig nett. Oh, okay. Oi. Aha, nett. 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 Oh, das Spiel ist so gnädig in der vierten Oberwelt. Das ist unfassbar. Also. Das Spiel weiß ganz genau, wo ich verkacke. Es kennt meinen Spielstil und reagiert entsprechend darauf. So, jetzt habe ich natürlich 4 Röhren zur Auswahl.
Das wäre natürlich so ein Moment, so vier Röhren. Weißt du, das wäre so ein Moment, einen Spannungsbogen zu erzeugen und zu sagen, welche Röhre ich im nächsten... Nochmal von vorne. Welche Röhre ich nehme, das erfahrt ihr im nächsten Part von Super Mario Brothers Remix. Bis dahin, euer Weehawk. Hahaha.